Hallo, habt ihr euch auch schon die Frage gestellt, ob man Geld drucken kann? Ich habe einen guten Farbdrucker, also schauen wir mal, was geht. Das ist das Problem. Am Ende des Geldes ist noch so viel Monat über. Portemonnaie auf und was sehen wir? Nur noch ein Zehner. Oh shit, was tun? Tja, rauf auf den alten Kopierer und gucken, was passiert. Klappe auf, ist ein Farbtintendrucker mit Scanner, allem drum und dran. Da muss doch was gehen. Also, Zehner drauf, Deckel zu. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Drücken wir auf Farbkopieren. Der kann beidseitig kopieren. Super Sache. Zack, hier Farbkopieren angeworfen. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Wie man hört, fängt er an zu arbeiten und zieht das Papier ein. Also geht's los. Irgendwas passiert hier in diesem System. Papier geht jetzt rein. Schauen wir mal, was rauskommt. Dauert jetzt ein paar Sekunden. Wow, das Ergebnis sieht ja super aus auf den ersten Blick. Der Zehner ist gedruckt. Auf dem Papier, wow, man, das sieht gar nicht so schlecht aus. Gute Qualität. Wenn man so drüber fasst, sieht richtig gut aus. Müssen wir uns mal genauer anschauen. Jetzt habe ich es noch auf diesem DIN A4-Blatt. Jetzt gucken wir uns das mal genau an, nochmal gegen das Licht halten. Selbst so sieht es gar nicht so schlecht aus, das Ergebnis. Hätte ich gar nicht gedacht, dass man so ein Ergebnis erzielen kann. So, jetzt schneiden wir das Ding erstmal aus, damit wir uns das vernünftig angucken können. Ich setze noch natürlich hier auf diesem DIN A4-Blatt drauf und sollte auch gutes Papier nehmen. Die paar Cent fürs Papier sollten ja drin sein. Zack, hier jetzt den Zehner rausschneiden. Ich hätte vielleicht auch gleich mehr machen sollen. Meine Güte. Aber ich hatte ja nur noch einen Zehner. Aber jetzt habe ich ja dann gleich zwei. Also schauen wir mal. Gucken wir uns an. So sieht er aus. Hier sogar diese Streifen und der Kram ist drin. So, jetzt halten wir mal noch mal ein bisschen so gegen das Licht. Hier Vergleich. Das ist der, mit dem ich kopiert hatte. 10 Euro, 10 Euro. Oh, sieht doch gut aus. Fast identisch. Kaum Unterschied zu sehen. Bisschen geknullt, dass er nicht mehr ganz so neu ist. Na, da geht doch was, oder? Was meint ihr? Ergebnis ist doch nicht schlecht für so einen normalen Tintendrucker. Selbst der Silberstreifen sieht ganz gut aus. Mensch, gar nicht so schlecht, dass die noch ein bisschen knullen. Das wär's doch, oder? Was meint ihr dazu? Tja, Originalfälschung? Nicht schlecht. Tja. Tut mir leid, ein Fake. Ich habe euch ein bisschen auf die Schippe genommen. Das geht natürlich nicht. In den Druckern und Kopierern ist eine Sperre drin. Ich zeige euch mal, was wirklich passiert, wenn man das kopiert. Dann kommt nur ein Teil raus oder nur ein Strich oder Einzelnes. Man kann kein Geld kopieren. Also tut es nicht. Gibt nur Ärger. Lasst es bleiben. Die Realität sieht so aus. Kein Geld. Also weiterarbeiten und andere Videos schauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr schaut wieder rein, demnächst auch wieder ernste Videos. Also kein Geld kopieren und tschüss, bis zum nächsten Mal.